Würden Sie mir noch sagen, was Sie dann gemacht haben? Ja, dann bin ich noch mal in meine Garage gegangen, weil am Wagen war was nicht in Ordnung. Was denn? Das Scharnier vom Faltdach, das linke. Und das habe ich repariert. Wie lange hat das gedauert? Ja, eine halbe Stunde ungefähr. Vielleicht ein bisschen kürzer. Das alles kann uns jemand bestätigen, nicht? Bestätigen? Nein, warum? Das ist nicht ganz unwichtig, Herr Lanninger. Der Überfall fand zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr statt. Und Sie sagen, niemand kann bestätigen, wo Sie zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr waren. Woher soll ich vorher wissen, dass Sie das bestätigt haben wollen? Ich habe doch mit dem Überfall überhaupt nichts zu tun gehabt. Außer, dass ich in der Bank zufällig hinter der Frau gestanden bin. Ja, da haben Sie recht. Was haben Sie denn noch an dem Abend gemacht? Wie ich von der Garage zurückgekommen bin, da habe ich mich gewaschen. Dann habe ich mich umgezogen, was gegessen und bin in den Tennisclub gefahren und habe gespielt. Und Stunden gegeben. Ja, das können eine Menge Leute bestätigen. Sehr schön. Besten Dank für Ihre Auskünfte, Herr Lanninger. Bitte. Herr Lanninger, noch eine Frage. Haben Sie gestern zufällig das Krankenhaus angerufen? Nein. Warum hätte ich anrufen sollen? Ich rufe nie bei der Elsie an. Elsie? Ach so, das können Sie ja nicht wissen. Meine Verlobte, die Elsie, die arbeitet im Stadtkrankenhaus. Also, das habe ich aber nicht damit gemeint. Auf Wiedersehen, Herr Lanninger. Wiedersehen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das als inoffiziellen Besuch betrachten würden. Aber selbstverständlich, bitte. Dankeschön, Frau. Trotzdem muss ich Sie noch fragen, wie stehen die Chancen, dass das Geld noch gefunden wird? Ehrlich gesagt nicht sehr gut, wenn uns nicht der berühmte Zufall zur Hilfe kommt. Es ist also kaum damit zu rechnen, dass Sie Ihre Ermittlungen in allernächster Zeit, sagen wir, in einer Woche abschließen können? Kaum. Gibt es da einen besonderen Grund für Ihr Interesse? Hier. Also Sie haben es vermutlich selbst gelesen. Die rührende Geschichte von der Oma, die ihrem Enkel 8.000 Mark schenken will, damit sich der gute Junge ein Auto kaufen kann. Der eigentliche Knüller kommt noch. Heute hat mich der Chefredakteur angerufen. Sein Blatt habe die Absicht, der alten Dame den Verlust zu ersetzen, sagt er. Das geht natürlich nur, wenn die Polizei das Geld nicht vorher findet, ne? Genau. Die 8.000 Mark sollen Frau Wex feierlich überreicht werden. In der Filiale, hier, vor Fotografen und Reportern. Vielleicht kommt sogar das Fernsehen. Natürlich. Und das Blatt kann sich wieder mal als Wohltäter der Menschheit aufspielen und dabei tüchtig absagen. Also, guten Abend, Herr Lanninger. Guten Abend. Ja, das ist Herr Beck, Sonja Steinitz, meine Tennispartnerin. Entschuldigen Sie, dass ich Sie hier störe, aber man hat mir bei Ihnen zu Hause gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Kann ich Sie im Moment allein sprechen? Entschuldigt bitte. Na, was ist so dringend? Ich muss Sie bitten, Herr Lanninger, morgen um 10 Uhr im Allgemeinen Krankenhaus zu sein. Es geht um eine Gegenüberstellung mit Herrn Mahlmann. Das ist eine reine Routinesache. Können Sie das einrichten? Ja, wenn es sein muss. Leider. Und deshalb sind Sie extra hierher gekommen? Auch. Tja, Entschuldigung. Bis morgen, dann. Sie haben sich ja ganz schön auf den Herrn Lanninger eingeschossen. Eingeschossen? Naja. Da passt doch alles zusammen. Wieso? Ja, man muss nur warten können. Wenn zwei Frauen im Spiel sind, gibt es früher oder später immer Komplikationen. Ja, gut. Aber was heißt das in unserem Fall? Na, er lebt über seine Verhältnisse, macht Schulden. Hier muss er mithalten und dann ergibt sich eine Chance für eine Bank. Das war doch wirklich reiner Zufall. Ja, das gibt Zufälle, die sind nur scheinbar Zufall. In Wirklichkeit passiert, was passieren muss. Waren wir nicht alle schon mal in einer Situation, wo man macht, was man gar nicht will? Vorhin gesagt habe. Tja, das war meine letzte Hoffnung. Es ist vom medizinischen Standpunkt aus überhaupt nicht zu vertreten. Außerdem zeigt Herr Mahlmann kaum Reaktionen. Tja, aber dann können Sie mir vielleicht mit was anderem helfen. Indem Sie bei einem kleinen Experiment mitspielen und wir so tun, als ob die Gegenüberstellung doch stattfinden würde. Sie meinen, ich soll für Sie lügen? Wissen Sie, Herr Doktor, im Interesse der Wahrheitsfindung. So viel Theater für den Herrn Lanninger? Wird sich ein Rausch, das war doch nur ein gewöhnlicher Handtaschenraub? Ach,
wenn sich das herausstellt, dann habe ich mich geirrt. Herr Hallerlinger. Tag. Es dauert noch ein paar Minuten, bis wir zu Herrn Mahlmann können. Ja, ich habe aber nicht den ganzen Tag. Keine Sorge, es ist gleich so. Hübschen Wagen haben Sie da. Nicht ganz billig. Ja, den habe ich gebraucht gekauft. Mit 80.000 Kilometer. Wie ist es mit dem Unterhalt? Reparaturen, Versicherung? Ja, das hält sich in Grenzen. So, so. Ja, außerdem ist es auch nicht Ihre Sorge. Das stimmt nicht ganz, Herr Lanninger. Immerhin sind Sie von den Leuten, die hinter Frau Becks am Schalter standen, der Einzige, der dringend Geld brauchte. Und das macht mich in Ihren Augen verdächtig. Ja, das allein nicht. So, was denn noch? Bitte setzen Sie sich da. Wie gut kennen Sie eigentlich die Frau Steinitz? Wir sind befreundet. So im Tennisclub. Wir spielen manchmal miteinander. Ach so. Weiß Fräulein Huber darüber Bescheid, Ihre Verlobte? Da gibt's nichts zu wissen. Das geht Sie auch nichts an, das sind Privatangelegenheiten. Sie Ihre Schnüffeleien und das Gerüchte verbreiten, das lasse ich mal nicht freuen. Wir sind hier im Krankenhaus auf der Intensivstation, Herr Lanninger, ja? Jedenfalls lasse ich mir das nicht mehr bieten. Ich werde mir einen Rechtsanwalt besorgen. Das steht Ihnen natürlich frei. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass Sie gleich einem Mahlmann gegenüberstehen werden, sollten Sie vielleicht lieber darüber nachdenken, ob Sie nicht doch die Wahrheit sagen, bevor Herr Mahlmann Sie identifiziert. Der kann mich nicht identifizieren. Der hat mich nie gesehen. Ich habe nichts damit zu tun, Herr Kommissar. Warum wollen Sie mir unbedingt was anhängen? Sie kennen doch das Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe, ne? Das ist alles, was Sie haben. Gegenteil. Wir wissen mehr über Sie, als Sie denken. Zum Beispiel, dass Frau Steinitz nicht nur hübsch, sondern auch sehr vermögend ist. Ich kann das gut nachempfinden, dass diese Dame Ihnen eine Menge bedeutet. Aber das Leben, an das Sie gewöhnt ist, ist auch nicht ganz billig, ne? Fantasie, das existiert alles nur in Ihrer Fantasie. Ohne die kommen wir in unserem Beruf auch nicht aus, ne? So, Sie können jetzt gleich zu Herrn Mahlmann. Dankeschön, Herr Doktor. Nervös? Ich? Wieso? Wir können doch nicht zu Mahlmann. Er liegt nämlich im Sterben. Und für das habe ich da herkommen müssen. In meiner Arbeitszeit. Obwohl Sie das gewusst haben. Ließ sich leider nicht vermeiden. Das ist eine gottverdammte Schweinerei. Eine Unverschämtheit. Wie in einem Polizeistaat. Auf Wiedersehen, Herr Lanninger. Wir sprechen uns noch. Sie kommen rein, wenn ich den Zoomer drücke und geben mir diesen Zettel hier. Ohne ein Wort. Ja. Das ist es. Herein. Ja. Es tut mir sehr leid, Fräulein Huber, dass ich Sie noch mal belästigen muss, aber es gibt da ein paar Fragen, ja. Ja, was wollen Sie denn wissen? Ach, eigentlich eine ganze Menge. Wollen Sie Mantel ablegen? Ja, gern. Bitte setzen Sie sich da. Seit wann kennen Sie eigentlich den Herrn Lanninger? Den Walter? Seit meiner Kindheit. Wir sind im gleichen Ort aufgewachsen. Und dann war ich eine Zeit lang in Wien. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und jetzt sind Sie verlobt mit ihm? Ja. Steht dann schon fest, wann Sie heiraten wollen? Nein, noch nicht. Wir wollen uns erst eine Existenz schaffen. Wozu haben Sie mich eigentlich herbestellt? Ich muss die Aussagen von Herrn Lanninger und von Ihnen noch mal überprüfen, ja? Ja. Dankeschön. Grüß Gott. Was ich da eben erfahre, lässt die Sache allerdings in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Herr Malmann ist heute früh gestorben. Es handelt es sich also um Totschlag, womöglich um Mord. Niemand weiß, wo Herr Lanninger an dem fraglichen Tag zwischen 5 und 7 war. Niemand hat ihn gesehen. Aber er war doch in der Garage und hat seinen Wagen repariert. Das sagt er. Aber niemand kann das bestätigen. Doch, ich habe gesehen, wie er den Wagen in die Garage gefahren hat. Das war ganz neu. Davon haben Sie damals kein Wort gesagt. Warum nicht? Ich war einfach durcheinander und plötzlich waren da 2 Männer von der Polizei in der Wohnung. Außerdem haben Sie mich nicht danach gefragt. Ja, doch, das weiß ich ganz genau. Hier, Moment mal. Ja, hier. Wann ist Herr Lanninger am vergangenen Mittwoch nach Hause gekommen? Darauf haben Sie geantwortet, ich kann mich nicht erinnern, wahrscheinlich zwischen 7 und 7:30. Es kann aber auch früher gewesen sein oder später. Ja, aber damit habe ich gemeint, wann er in die Wohnung gekommen ist. Ich meine, richtig nach Hause. Aber Sie haben mich nicht gefragt, ob ich weiß, was er vorher gemacht hat. Tja, das stimmt. Aber ich dachte, wenigstens Sie wollten Ihr Gewissen erleichtern. An Betracht des Todes von Herrn Malmann. Alles, was ich gesagt habe, stimmt. Mehr weiß ich nicht. Gut. Tja, dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten. Eines wollte ich Sie noch fragen. Kennen Sie Frau Steinitz? Sonja Steinitz? Nein, wer soll das sein? Eine Bekannte Ihres Verlobten aus dem Tennisclub. Ach so, ja. Er hatte mal davon erzählt. Soll eine ziemlich gute Bekannte sein. Auf Wiedersehen, Fräulein Huber. Sie deckt ihn natürlich. Trotzdem komme ich mir jetzt ziemlich beschissen vor. Ich verstehe nicht, was Sie immer noch von mir wollen. Nichts, Herr Lanninger. Ich habe von Ihrem Unfall erfahren und da wollte ich mal sehen, wie es Ihnen geht. Ach, wirklich? Also, mir geht es den Umständen entsprechend kein Anlass zur Sorge. Das freut mich, aber Sie haben ja viel Pech gehabt, ne? Der Wagen ist kaputt, die Verlobte ist weg. Nein. Dabei haben Sie sich ja vorbildlich verhalten, wie ich gehört habe. Vollbremsung, selbstloses Ausweichmanöver unter Gefährdung des eigenen Lebens. Aber Sie haben wieder Glück im Unglück, Herr Lanninger, dass Sie an einen Mann wie Taubmann geraten sind. Und dass Fräulein Steinitz sich jetzt um Sie kümmert. Wo hören Sie das bloß aus? Wollen Sie mir immer noch einen Strick drehen? Nein, Herr Lanninger, ich versuche nur fair zu sein. Vielleicht habe ich mich ja wirklich getäuscht in Ihrem Fall. Wollen Sie denn schon wieder? Es tut mir leid. Tja. Da war es wohl doch mehr als nur ein Zufall, ne? Es gehört doch Ihnen, ne? Sozusagen. Der Herr Lanninger muss jetzt mit uns fahren, Frau Steinitz. Schade. Es wäre mir lieber gewesen. Ich hätte mich getäuscht. Sie hätten gut zusammengepasst.